Leute, willkommen zu diesem Rouge-Gefecht hier, das erste Gefecht, das von mir in diesem Turnier kommentiert wird. Ich wünsche euch hiermit und mit den anderen Spielen natürlich viel Spaß. Ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so der Rouge-Kommentator, aber ich hoffe, dass ich es trotzdem so mache, dass es euch gefällt und euch Spaß macht beim Zusehen. Ich versuche mich anzustrengen. Wir starten gleich mal. Es ist ein Spiel zwischen dem Queen und dem Don't Cry I'm Bad, Vorrunde 1 der Gruppe B. Ja, mal gucken, wie das wird. Ich habe es mir gerade eben schon mal angeguckt. Es ist auf jeden Fall ein sehr abwechslungsreiches und ein sehr spannendes Gefecht. Kann ich euch versprechen, geht ca. 19 Minuten. Wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal auf vierfache Geschwindigkeit an. Klar, sie schicken natürlich erstmal ihre ganzen Wagen los. War ein bisschen verwundert, was relativ viele waren. Es hat dann auch gestimmt, wie man jetzt gleich sehen wird. Hier wird eine Kaserne gebaut. Da oben ist jetzt auch interessant. Hier wird natürlich eine Panzerbasis gebaut. Hier war es jetzt erstmal so, dass man nicht hier zu diesem Nachschublager fährt, was durchaus Sinn macht, logischerweise, sondern hier nochmal eine Basis hinbaut. Und zwar nochmal eine Kaserne. Also ein wirklich guter Schachzug vom Don't Cry I'm Bad hier. Hier haut er natürlich jetzt schon beide Seiten, hauen hier natürlich schon Truppen raus. Hier wird auf Infanterie gesetzt, hier oben wird auf Infanterie und leichte Panzer gesetzt. Achso, ja, die Fraktionen sind übrigens, der Queen spielt als, ich pausiere mal kurz, der Queen spielt als Russe, also hier der Blaue. Hat also, ja, auch ganz gute Panzer, der Franzose ja eigentlich auch nicht schlecht, was Panzer angeht, gerade die Bisspanzer. Aber beide setzen jetzt gerade erstmal ziemlich auf Infanterie und leichte Panzereinheiten, um erstmal eine relative Macht aufzubauen. Auch hier hinten fährt noch ein Wagen lang. Das fand ich sehr, sehr interessant und habe mich auch gewundert, was der da hinten machen möchte eigentlich. Das werden wir uns gleich noch genauer anschauen. Ja, beide Seiten rüsten hier in diesen Wäldern natürlich und in diesen Dörfern aus. Hier oben wird jetzt gleich der erste Kampf stattfinden. Und hier greifen sie jetzt auch an, weil er denkt, ah, okay, wenn der da oben seine Panzer hinschickt, dann greife ich hier mal an, vielleicht wird es ja was. Da oben sieht es eher schlecht aus, hier sieht es aber eher gut aus, aber da kommt natürlich jetzt eine Menge neuer Infanterie, die hier einfach entgegengeworfen wird. Hier geht es einfach nur noch um Masse, was ja für den Russen auch eine gute Sache sein kann. Hier oben, klar, der Don't Cry hat natürlich auch Geld und zeigt es natürlich hier auch an beiden Fronten. Sieht aber an beiden Fronten, sah es halt mal kurze Zeit nicht so gut aus, aber jetzt sieht es wieder gut aus für ihn, weil er hier ein bisschen in die Ecke gedrängt wurde. Aber jetzt ist halt, sieht man halt nur Infanterie und da oben passiert jetzt genau das, was ich angekündigt habe. Hier oben wird eine Kaserne gebaut und ja, der hat erstmal ordentlich Probleme. Ist klar, baut hier erstmal gleich einen Bunker hin. Ist natürlich eine bedrohliche Situation das Ganze. Ich muss mal kurz eine Sekunde ein bisschen den Sound leiser machen, um ehrlich zu sein, das war mir ein bisschen laut. So. So, ich denke, es ist besser. So, ja. Und hier oben werden natürlich Infanteristen rausgespammt. Hier muss er jetzt natürlich auch nachziehen, der Don't Cry. Ist ganz klar, dass da oben schafft er einigermaßen gut, weil keine Panzer kommen und so weiter. Klar, oder auch gar nicht kommen können. Glaube ich zumindest. Queen. Ach ja, schade, das sieht man leider nicht, okay. Ja, also das ist schon mal ganz gut für ihn natürlich oben, dass da keine Panzerbasis hingebaut wurde. So, hier hat er jetzt zwei Einheiten Infanterie durchgebracht. Das hat der Don't Cry aber gesehen, hat natürlich sofort einen Bunker hingebaut, was natürlich schlau war, schon schwer nämlich seine Basis weg und dann wird das Spiel nämlich entschieden gewesen. Der Don't Cry führt momentan rein punktetechnisch. Hat natürlich hier wirklich viel Infanterie getötet, auch hier oben ein guter Hinterhalt vorbereitet. Ja, war nicht ganz so effektiv dann leider für den Queen. Hier wird es natürlich jetzt auch wieder bremselig, da oben versucht er auch gegen die Bunker anzurennen. Wie viel Sinn das macht, lässt sich immer drüber streiten, aber hier scheint es ganz gut zu funktionieren. Da oben, hier unten muss man natürlich auch mal runter gucken. Ich gehe gerade mal auf 1 runter, was ja gerade an mehreren Fronten abgeht. Hier hat er die Panzer jetzt besiegt, kann aber nicht mehr weiter angreifen. Hier werden jetzt leichte Panzer rausgespammt. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, bevor ich nur einen KV-1 raushaue, hole ich halt mehrere T-26. Jetzt kommt noch Infanterie, hier kommt Infanterie zurück. Die Panzer fliehen, beziehungsweise die Panzeraufklärer. Die hat der
Den Cry natürlich als Reaktion auf diese massive Infanterie hier gebaut, war dann natürlich nachher sein Verhängnis, als diese T-26 kamen. Hier werden sie jetzt von der anderen Seite noch angegriffen, von hier angegriffen. Das wird für diese Panzer, denke ich, eine ganz harte Sache. Ja, hier oben ein Nachschubdepot und diesen Bunker zerstört. Ja, hätte besser laufen können. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel Infanterie er da oben hatte. Ich denke, das war eher so eine ausgeglichene Sache, Kosten, Verluste mäßig. Die Kaserne wurde jetzt auch zerstört. Also das hat es jetzt nicht so unbedingt gebracht, ja. Unter Umständen. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, wie das jetzt vom Geld her war, da oben. Aber ich denke, wenn ausgeglichen oder sogar ein Nachteil für den Green. Der Green hat aber insgesamt punktetechnisch aufgeholt. Er hat jetzt auch sehr, sehr viel Infanterie. Er setzt auch viele leichte Panzer, viel Infanterie. Der Green, der hat dadurch, dass er ja hier oben kämpfen musste, viel Geld für seine Bunker raushauen musste, hat er natürlich jetzt auch nicht mehr so viel Geld, wie der sorry, wie der Green, der ja eigentlich wirklich nur Infanterie gebaut hat und die kostet ja nicht viel. $5 bei den Russen, glaube ich. Und das ist ja jetzt nicht wirklich viel. Klar, hier die, da wir ja jetzt 42 sind, kommen jetzt auch 42er Einheiten. Wie hier der T-34 oder natürlich ja auch hier oben der SAU-40. Ich glaube, das ist, sind alles 42er Einheiten. Hier versucht jetzt nochmal anzugreifen. Aber anscheinend denkt er sich, entweder er kann es schaffen oder er hat keine Listen. Ich muss mal gerade gucken. Ich möchte gerade mal gucken, was listenmäßig angeht. Blitz bei ihm, hier unten Tarnnetz, genau. Das zeigt auch gleich wieder eine neue Sache, warum Tarnnetz da unten. Hier kommt gerade ein Bauwagen, mal gucken, was er damit macht. Ja, aber man merkt schon ganz schön, die Taktik von dem Green hier oben war natürlich sehr gut gelungen. Eigentlich, da ja so viele Bunker gebaut werden mussten, um das zurückzuschlagen. Also ich denke, von dem her ist das, was ich vorhin gesagt habe, Quatsch. Der werte Green hat dadurch einen enormen Vorteil hier oben bekommen. Hätte natürlich auch schief gehen können, dass er hier durchbricht. Also klar, die Bunker wurden noch nicht vernichtet oder zerstört, aber ich meine, ein Nachschubdepot mit 99 noch weg, hier ein Bunker weg, einige Einheiten vernichtet und diese zwei Bunker, die jetzt da oben sinnlos in der Gegend rumstehen und hier unten besser zu gebrauchen gewesen wären. Hier sieht es jetzt demnächst so aus, wenn da nichts rauskommt mehr, dass jetzt dann gleich die Kaserne erobert wird. Ja, wurde es ja jetzt auch. Was hätte da auch noch rauskommen sollen? Panzer werden sofort vernichtet. Infanterie war auch zu viel hier, wäre zu schwach gewesen. Also es wäre total sinnlos gewesen, da noch was zu bauen. Wäre nur Geld rausgehauen worden. Da hätte man schon eine breite Masse rekrutieren müssen, ja. Gut. Machen wir jetzt mal gerade auf zweimal weiter, weil jetzt passiert nicht mehr so viel. Jetzt hat der Green hier unten unter Hauptquartier gebaut. Warum ist noch nicht so ganz ersichtlich? Jetzt schon, weil er eben hier dieses Nachschubdepot schneller haben möchte, das Geld davon. Kann man durchaus verstehen. Der Green hat ja auch eine Überlegenheit momentan. Jetzt wird hier oben mit Infanterie angegriffen, mit einem Infanterie-Spam. Nachschublager zerstört, also die befestigte Stellung wird auch gleich zerstört sein. So, jetzt zieht er sich wieder zurück. Gutes Manöver da oben, mit wenig, wirklich wenig Verlusten hat er gerade, ich glaube ein oder zwei Einheiten maximal, hat er da oben diese zwei Sachen geklärt. Gut, jetzt muss natürlich sich der Don't Cry irgendwas einfallen lassen. Er hat jetzt schon zwei Nachschubdepots, einmal mit 36 und einmal mit 99 noch verloren, hat ansonsten eigentlich gar keine mehr. Warum er dieses Nachschubdepot hier nicht erobert hat oder dieses hier, weiß ich nicht wirklich. Die wären vielleicht ein bisschen sicherer gewesen. Aber es ist wirklich ein interessantes Gefecht, weil es einfach wirklich nur um Infanterie und Panzer und leichte Panzer, ein bisschen schwere Panzer geht. So wird das Gefecht ausgetragen. Klar, diese Bunker noch, aber ansonsten im Prinzip keine Artillerie, bis auf diese Artilleriebunker, die hier übrigens auch sehr gut positioniert sind. Es wurde gleich von zwei Seiten angegriffen. Oder natürlich der Green, ja genau, marschiert hier weiter. Aber das würde ich jetzt nicht sagen, weil er ja wirklich hier alles dran setzt, dass er hier angreifen kann. Jetzt setzen sich hier auch die leichten Panzer und die vielen KV-1 in Bewegung mit Blitz. Auf beiden Gebieten, wie es aussieht. Ja, genau. Ah, ne, das ist ein Gebiet, ups. So, ja, ist natürlich gute Sache. Jetzt hat er das im Prinzip auch gleich hier geschafft. Noch, ja, zwei fliehende Panzer und einen Panzeraufklärer kämpfen hier oder fliehen, wie auch immer.
Hier kommen noch mehr KV-1. Diese Basis, die sich hier unten aufgebaut hat, war auf jeden Fall nochmal effektiv, um von zwei Seiten anzugreifen. Wie man sieht, hätte es gar nicht gebraucht. Eine Seite hätte vielleicht wahrscheinlich auch schon gereicht. Seine Artillerieposition, Stellung waren jetzt auch nicht so wichtig, da ja gar keine Infanterie mehr hier wirklich am Rumlaufen war. Aber ich denke, vielleicht hat er es auch gar nicht gesehen, der Green, und hat gedacht, okay, ich schieße jetzt mal auf die Panzer in der Hoffnung, dass ich vielleicht den ein oder anderen Ding, wie heißt, den ein oder anderen Infanteristen vielleicht auch abschießt. Könnte eine Möglichkeit gewesen sein, ansonsten waren diese Artilleriepositionen natürlich nicht so ganz wichtig für den Ausgang der Schlacht. Auch diese anderen Truppen, die von hier kamen, waren auch nicht so wichtig. Ich denke, das wäre auch damit möglich gewesen. Frage ist, wie viel der hiervon wusste, da hätten wir vorhin mal kurz reingucken können. Aber das war halt eben die Frage gewesen, wie viel hier natürlich wie viel er davon wusste, was hier alles steht. Dann wollte er vielleicht auf Nummer sicher gehen. Weil hätte er dann hier zurückgeschlagen, unter Umständen wäre das, ja, vielleicht hätte es auf jeden Fall länger gebraucht. Für den Green. Ja, hier, das ist natürlich jetzt, ja, totale Abmetzelung der kompletten Infanterie, das hat er dann auch gemerkt, greift hier auch gar nicht mehr an, hat dafür hier nochmal zwei Artilleriebunker hingebaut. So viele Artilleriebunker, wie der gebaut hat, fragt man sich, ob abnormale Artillerie es da nicht auch gebracht hätte, aber so ist es natürlich eigentlich auch ganz gut, dadurch, dass er ja hier unten sein Unterhauptquartier hat, braucht es ja auch nicht so ganz lange, bis sie es da oben sind. Gut, spart man sich auf jeden Fall einen Weg. So, jetzt greift er nochmal massiv mit allem an. Wie es aussieht, hat gedacht, dass es ein bisschen besser funktioniert. Er hat ja doch einige Truppen wieder verloren. Im Endeffekt ist dann aber auch egal, weil jetzt eben genau diese befestigte Stellung ist das Einzige, was er noch hat. Jetzt hat er hier oben noch einen Maschinobunker gebaut. Maschinot meine ich natürlich. Der Bunker kaputt. Der Bunker wird jetzt dann auch gleich zerstört. Das Hauptquartier wurde erobert. Und das Spiel ist zu Ende. Ja, man hat es am Anfang erstmal gar nicht gedacht, der Green war ja erstmal ziemlich hinterher, punktetechnisch. Mittlerweile hat er ca. ja, 360 Punkte mehr. Gut gespielt von beiden, auf jeden Fall. Frax hatte der Green natürlich viele. Hier, ja, Verluste, genau. Hat er natürlich viele gehabt. Gut, also dann danke ich euch fürs Zusehen bei diesem ersten Gefecht von mir, das kommentiert wurde. Auch seine Fragrate ist jetzt nicht allzu besonders. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem die jetzt die Fragrate ist hier. Vom Russen, genau, also vom Gewinner von Green. 0,69:1 ist jetzt nicht so besonders, gell. Aber immerhin, er hat gewonnen, hat dadurch auch 3 Punkte. Ja, gut, also dann vielen Dank fürs Zusehen, gebt mir einen Kommentar, wie ich es gemacht habe, Verbesserungsvorschläge und so weiter, weil wie gesagt, ich mache das ja jetzt nicht so oft, hab's schon mal gemacht, da wart ihr ganz zufrieden mit, ich hoffe, ihr wart auch dieses Mal wieder zufrieden. Ja, wir sehen uns dann in einem der nächsten Gefechte, viel Spaß beim Zuschauen der anderen Gefechte und natürlich viel Spaß den Spielern in den weiteren Gefechten. Bis dann, ciao Leute.